Herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial, in dem ich euch zeigen will, wie man tötende und schadenhaftende Gegenstände machen kann. So, als erstes setze ich hier zum Beispiel sozusagen mal eine Herdplatte, könnte man sagen, oder sowas, also eben eine heiße Platte. Wenn man sich draufstellt, stirbt man, wenn man drauf stehen bleibt. Dann habe ich jetzt hier hinten Schleim. Wenn man da reinspringt, ist man halt tot. Auch. Und dann steht oben halt, dass du in eine Battle of Pain gefallen bist. So, jetzt zeige ich euch natürlich, wie man das Ganze macht. Jetzt öffnen wir wieder unsere Map. Als erstes zeige ich euch die Herdplatte. Wir nehmen uns jetzt mal eine Metalltextur. Stellen sie in der Ecke. Wieder zwei Zeilen hoch. Wie bei unseren Jump Pads, geben der dieser Platte, geben wir jetzt das Entity Trigger Hurt. Seht ihr daran, dass es grau ist, dass es funktioniert hat. Jetzt müsst ihr natürlich, weil es wieder unsichtbar geworden ist, einen neuen Brush drüber setzen, der dann ein bisschen kleiner ist. Und schon habt ihr eure Herdplatte fertig. Für den Schleim macht ihr wieder ein Becken, wie beim Wasser. Jetzt geht ihr runter zu den Wassertexturen. Und am besten ist es dann eben so eine farbige Textur, halt nicht nur so eine normale Wassertextur. Ich habe dafür jetzt Wasser 1 genommen. Die fügt ihr dann ganz normal halt da ein in dieses Becken, wie Wasser. So, und wenn ihr das jetzt zu Schleim machen wollt, braucht ihr keine Entities, sondern müsst auf S drücken für die Surface. Und jetzt klickt ihr auf Slime. Klickt ihr Add Flex, Add Contents, Set Flex, Set Contents. Damit habt ihr es jetzt zu Schleim gemacht. Wenn man reingeht, stirbt man. Genauso bei der Heizplatte. Und damit habe ich euch jetzt gezeigt, wie man schmerzende oder todbringende Dinge erstellen kann. Jetzt müsst ihr es wieder speichern, einfügen, alles so wie immer. Ciao.